Willkommen bei Abenteuer Madeira! Ja, heute sind wir da an der Promenade do Lido in Funchal wieder. Hinter uns sieht man schon das Hotel Pestana Grand. Wir sind da genau an der Grenze zu der Promenade Praia Famosa und gehen jetzt weiter Richtung, sag ich mal, Funchal rein, Zentrum. Komm mit uns, eine schöne Ausflug. Jetzt wollen wir nicht lange reden. Nach dem Intro geht's los! Hintergrund sieht man von mir, das ist eben das Pestana Grand. Von außen ist ein 5-Sterne-Hotel. Ja, und direkt an der Promenade. So, gucken wir weiter. Wir gehen in diese Richtung. Im Hintergrund, oben auf der Klippe, sieht man das Madeira Regency Cliff Hotel. Da hat 4 Sterne und ist auch wieder direkt. Wie man sieht, da neben den Pools unten am Atlantik, also auch erste Reihe. Jetzt sind wir hier gerade vor dem Hotel Bahia Azul. Da ist ein 4-Sterne-Hotel und liegt direkt gegenüber von dem Segelschiffverein Funchal. Das ist ein Verein oder ein Bootsverein, Segelschiffverein. Da kann man sich anmelden, Mitglied werden und kann diese wunderschöne Area benutzen. Guckt mal, wie schön da oben. Man sieht da auch noch die kleinen Sonnenschirme, da ist auch der Pool, also das ist wirklich ein sehr schönes Hotel. Und guck mal das schöne Bild daran. Ja? Da sieht man es mal, das ist die Fußgängerzone oder Promenade do Lido. Hoi Engel! Und daneben haben wir gleich einen schönen Eiscremestand hier. Wollen wir uns eine holen, wa? Hola, boa tarde. Aqui, meu amor, olha. No ananas é 9,99. No copo pequeno 4 e no copo grande 6. Ok? Und? Schmeckt? Schmeckt. Was hast du? Das ist Ananas und Nata, ne? Wollt ihr auch ein Stück? Ja, danke. Ah, der sieht aber gut aus, wa? So, Leute. Hier, nimm dein Geld erstmal. Prost! Muito obrigado, ciao! Ciao! Schmeckt gut. Ela botou o álcool bem. É com álcool, meu amor. Clássica. Não passei, né, Engel? Eu não preciso tomar com isso, né? Era só uma decoração. Der schmeckt auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, ne? Ich habe bezahlt für Eis und für den Cocktail. 6 Euro, ne? 6 Euro. Komplett fair, kann man überhaupt nicht meckern. Jetzt im Hintergrund, das ist das N-Hotel Lido. 5 Sterne. Und ja, guckt euch mal das an. Sieht so schön aus. Zeig mal mir, Amor. Wirklich ein ganz schönes Hotel. Und das, was wir euch vorher gezeigt haben, das ist gerade daneben. Das ist das Pestana Promenade. Ne? Und das hat nur 4 Sterne. Aber wirklich wunderschön. Das wäre auch eins unser Favoriten, was wir mal gerne mal testen wollen. Oder auch das N-Hotel Lido. Das wollten wir auch mal gerne testen. Schreibt mal in die Kommentare, welches wir testen sollen. Was ist von bei euch als Tourist sehr gefragt? Was wollt ihr schon immer mal kennenlernen? Und die werden wir checken, auf jeden Fall. Madeira.
rechts von mir sieht man das Meliang Madeira Hotel. Auch von der Optik her nicht ganz so verkehrt. Aber mir gefällt das Lido an der Seite ja, bedeutend besser. Aber jeder hat seinen Geschmack. Das ist auch ein Hotel, das hat wirklich Top-Bewertung. Hotel Melian de Porto Mare. Via externa und mega schön. Sieht wirklich gut aus. Ja, jetzt gehen wir direkt an die Promenade. Und im Hintergrund sieht man die Skyline mit den Hotels. Hä? Das ist die High Society Region. Bam, drin ist das Ding. Wirklich schön angelegt. Guckt euch mal die Bäume auch an, die hier stehen. Überall so eine kleine Snackbar, wo man Eiscreme sich reinsnacken kann. Schöne Eiscreme essen. Oder auch kleine andere Snacks, Sandwiches und so weiter. Schöne Wiese hier. Im Hintergrund sieht man noch die weiteren Hotels. Die Palmen. Oh, ist das. Man fühlt sich hier wirklich wie im Urlaub, wenn man hier lang marschiert. Auch wenn man hier wohnt, fühlen wir uns trotzdem wie im Urlaub kurz mal, ne? Schöne Gefühl, mega schön. Das kann man nicht anders beschreiben. Da sind auch so kleine Tennisplätze. Traumhaft. Complexo Balneário do Lido. Das sind immer so eine kleinen Poollandschaften, die sie hier gebaut haben. Dahinter kommt immer noch den Vulkanstein und das ist wirklich schön. Auch der Eintritt ist meistens zahlbar, kostet so 3 bis 5 Euro pro Person, Kinder meist frei. Genau. Ja, das werden wir auf jeden Fall mal mit euch teilen, wenn wir das nächste Mal hingehen, ne? Ich freue mich hier drauf schon. Ja, ich mich auch. Ja. Oh, schöne Eiscreme gibt's hier, hä? Ja, sieht mal schön aus hier. Ja. Immer so kleine Bar, wo man hier sitzen kann, essen kann. Kleine Basare da vorne. Schöne Kleidung, luftige. Oh, da wäre doch was für dich hier auf jeden Fall. Schöne Sache. Das ist doch genau dein Stil. Ja. Und hier so eine Souvenirs. Die sieht man überall. Das ist ja für dich, wa? Das ist für mich hier, diese Pistole. Diese Pistole. Alter Cowboy. Howdy. Ja, da sieht man mal der Komplex. Also die Pools, die ziehen sich wirklich weit. Da hat man nochmal so eine kleine eine Insel, ne? Eine Luftinsel, die sie da aufgepumpt haben oder da installiert haben. Da kann man nochmal schön baden. Tischtennis, also für jeden was dabei. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, stehen wir vor dem Pestana Palms Hotel. Er ist wirklich einmalig gelegen. 4 Sterne, aber guckt euch mal die Farbe vom Wasser an. Ist das nicht schön, türkis? Das wäre auch so ein Ding, das würde ich gerne testen. Jetzt gehen wir in die Richtung zweite Reihe von der Promenade, wo noch weitere Hotels sind. Auch kommen wir jetzt hier zu den ganzen Bars, Restaurants, hier wo abends das Leben tobt. Und das zeigen wir euch natürlich auch mal. Wir waren da das letzte Mal vor einer Woche in so einem Irish Pub, ne? Wie hieß das? Hole in One, glaube ich. Da laufen wir gleich vorbei. Jetzt im Hintergrund sieht man eben die zweite, wie soll man sagen, die zweite Reihe von der Promenade oder die zweite Küstenreihe. Im Hintergrund sieht man auch wieder viele Hotels. Und wenn wir die auch alle mal euch zeigen sollen, schreibt mir das unten in die Kommentare rein. Lasst ein Like da und dann wird es auch mal einen zweiten Teil oder einen dritten Teil der mittlerweile schon geben, wo wir die Hotels hier im Hintergrund in der zweiten Reihe auch zeigen werden. Plus Bars hier sind alle, ne? Nächste Woche eine Art Food-Vlog machen. Das heißt, wir gehen Frühstück essen an Funchal, Mittag Kaffeekuchen und Abendbrot und abends noch einen Cocktail genießen und werden das alles zusammenschneiden und das in ein Video packen. Das seht ihr nächste Woche und da hinter uns ist eben so ein kleiner Eindruck, was ihr denn ja, seht und nicht verpassen dürft. Hier am Irish Pub, Hole in One. Beenden wir unsere Tour für heute. Hier waren wir das letzte Mal schön essen. Oder was ist Essen? Wir haben Snacks zu uns genommen und ein Bierchen getrunken. Das ist Top-Adresse dafür. Am Schluss blenden wir noch mal ein paar Sequenzen von der Bar ein.
ja, wir wollen uns auf jeden Fall bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für den großen Support von den letzten Videos. Also der Wahnsinn, wie die eingeschlagen sind bei euch, angekommen sind. Wirklich, wir sind sehr stolz drauf. Ja, bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Mittwoch wieder eine Gartenshow. Danke für immer gucken. Ich verpasse den nächsten Episode und bleibe mit uns. So, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und dann ciao. Bis zum nächsten Mal.